Chemnitz ist eine Zäsur. An die Instrumentalisierung von Tötungsdelikten, die von Flüchtlingen begangen wurden, haben wir uns seit dem Tod von Mia in Kandel und von Susanna in Wiesbaden fast schon gewöhnen müssen. Die Opfer und ihre Angehörigen werden gezielt für Ausländerhass und Rechtsextremismus missbraucht. Die Tötung des 35-jährigen Tischlers durch einen Syrer und einen Iraker auf dem Volksfest in Chemnitz aber haben aus Ausländerhass eine Ausländerhatz werden lassen. In Windeseile hatten sich Rechtsradikale und Nazis aus ganz Deutschland in Chemnitz zusammengerottet, um Migranten zu jagen und den Bürgerkrieg zu proben. Wir müssen von nun an damit rechnen, dass künftig ähnliche Gewalttaten zu ganz ähnlichen Ausschreitungen führen werden. Im Jahr 2018 sind wir in Deutschland tatsächlich so weit, dass sich Rechtsradikale in der Lage sehen, systematisch unseren Rechtsstaat herauszufordern. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, welchen Anteil die AfD an dieser Entwicklung hat. Die Alternative für Deutschland, die inzwischen in unseren Parlamenten sitzt. Die Ausschreitungen von Chemnitz sind nicht das Werk der AfD. Die Partei trägt aber eine Mitverantwortung an der Anstachelung gewalttätiger Nazis und an der Verharmlosung dieser Ausländerhatz. Einer der Auslöser für die Nazi-Aufmärsche in Chemnitz war der Tweet des AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmeier, der nach der tödlichen Messerattacke auf den 35-Jährigen schrieb, Zitat, heute ist es Bürgerpflicht, die todbringende Messermigration zu stoppen. Zitat Ende. Ein Satz wie ein Brandsatz, ein Satz wie eine Aufforderung zur Lynchjustiz. Nicht weniger perfide die Drohung des AfD-Kreisverbands im Hochtaunus gegen Medien und Journalisten, die über die Vorkommnisse in Chemnitz berichtet haben. Zitat, bei uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann Funkhäuser sowie die Pressehäuser gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt. Zitat Ende. So schürt man nicht nur Hass gegen Berichterstatter, so schürt man auch Gewalt gegen sie. In Ostdeutschland schleifen derweil die AfD-Landesvorsitzenden von Brandenburg, Thüringen und Sachsen das bisherige Kooperationsverbot mit der Pegida. Sie rufen für diesen Samstag zu einer gemeinsamen Demo mit der ausländerfeindlichen Bewegung in Chemnitz auf. Auch Uwe Junge, der Landesvorsitzende der AfD in Rheinland-Pfalz, will sich in diesen rechten Schulterschluss einreihen. Und was hat der Bundesvorsitzende der AfD zu all diesen Entgleisungen zu sagen? Keine Kritik, keine Distanzierung, kein Ordnungsruf von Alexander Gauland. Vielmehr eine Rechtfertigung. Ja, eine pauschale Rechtfertigung für Entgleisungen aller Art. Zitat, wenn eine solche Tötungstat passiert, ist es normal, dass Menschen ausrasten. Zitat Ende. Mein Ratschlag geht nicht an die Verantwortlichen der AfD, die dafür offenbar nicht mehr erreichbar sind. Mein Ratschlag geht an diejenigen Bürger, die immer noch glauben, sie könnten die AfD als Vehikel benutzen, um der etablierten Politik einen Denkzettel zu verpassen. Sie alle müssen wissen, wer die AfD unterstützt, verlässt den Boden der Mitmenschlichkeit. Wer die AfD unterstützt, unterstützt Radikale. Wer die AfD unterstützt, ist ihr dabei behilflich, den Axt an unseren Rechtsstaat zu legen.